Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen Sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man Ihnen trauen kann. Ich krieg Dietriche danach. Natürlich. Wir wollten ja sowieso Vertrauen sammeln. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Da müssen wir hin. Ein Reh. Oh Gott. Komm her. Nein. Okay. Schade. Das Holz können wir nicht mitnehmen. Da ist ein Funkturm. Mal sehen. Kriegen wir das irgendwie zerstört? Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Naja, zu spät. Alter. Was haben die gebaut? Vor allen Dingen so ein Riesensägeblatt. Warum? Warum so ein Riesensägeblatt? Egal. Sägt damit. Ah, ist egal. Ich sag dazu nichts. So. Oh. Waren. Trinity will an die Quelle. Hey. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Hä? Okay. Anscheinend kann ich das nicht abschließen. Komme ich da denn sonst ran? Ich brauche das, ich will das haben. Kann man das nicht abschließen? Hä? Wie geht das denn? So, irgendwie? Anscheinend nicht. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie mit einer Fackel irgendwie runterbrennen oder sowas. Später oder so. Aber hier geht's noch höher. Au. Ey, wieso kommt sie da nicht ran? Egal, springen wir erstmal hier hoch. Wir nehmen natürlich wieder alles mit. Das ist doch klar. Wir können weiter. Da hoch. Oder erstmal zum Funkturm. Oder... Hey, bleib stehen. Vielleicht nein. Oh Gott. Was war das denn? Oh, okay. Du hast allen voran den Stern des Fortschritts entzündet. Es rühmt die Kosmonauten. Die schönen Kosmonauten. Ach, hier ist das Grab. Hier ist das Grab. Vielleicht oben. Nee, oben wäre ja doof. Das wäre ja... bisschen... Komm los. Aber da hinten ist noch was. Und die Federn haben wir natürlich auch voll. Ich weiß nicht. Wir gehen erstmal da hinten zu der Kiste. Federn haben wir ja voll. Ja. Compound-Bogen. Schön. Schön. Schöne Sache. Da ist noch mehr. Oh cool, man kann... Okay, das wusste ich gar nicht.
Oder ich hab's wieder vergessen. Kann man hier hoch? Nein, kann man nicht. Wieso kann man da nicht hoch? Ich will da hoch. Alter. Brauche ich wahrscheinlich wieder ein Messer für. Oder die Hacke? Nee. Wieso geht das nicht? Wieso? Egal, wir gehen hier runter. Zack. Hier waren wir ja, glaube ich, schon. Vielleicht eine Kette festhalten? Nein, können wir nicht. So, wo war das Grab jetzt? Weiter rechts von mir. Also da hinten irgendwo. Hier muss es irgendwo einen Eingang geben. Halt schon. Interessanten Ort entdeckt. Höhle. Höhle. Okay, ich würde sagen, in der Höhle ist der Eingang zum Grab. Hoffe ich jedenfalls. Genau, mal Feuer. Ah, das ist die Herausforderung. Alter, halt, stopp! Oh Gott! Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Muss der andere. Autsch! Komm ran nun! Oh nein! Ich gehe nie wieder in Höhen. Nie wieder. Wie viele sind das denn? Wie viele sind das denn? Ich renn wieder raus. Sind mir zu viele. Gerade. Irgendwie. Oh nein. Vorbei. Wir nehmen die Knacker. Alter. So, ihr kleinen Schweine. Oh nein. Okay. Warte, ich muss nachladen. Ja, ich kann nicht zielen. Okay, tut mir leid. Ihr Schweine. Ihr habt mich so überrascht. Wo ist jetzt der andere Wolf? Enter. Bam. Okay, Federn voll. Aber wo ist der andere Wolf jetzt hin? Nicht, dass er mich nachher überrascht oder so. Vielleicht gibt es einen Weg zum alten Gefängnis. Ich weiß nicht. Da ist einer. Komm her. Ist er wieder zurück in die Höhle? Ich glaube ja. Ach so. Das Klicklicht geht einfach so an. Okay. Wo ist der Wolf? Da ist er. Der hat mich jetzt ein bisschen aufgeregt. Aber egal. Vor allem wird das Fell mit einem Pfeil abgezogen. Was haben wir hier? Pilz. Oh, für Giftpfeile. Giftpfeile. Hätte ich eigentlich benutzen können. Komm, nimm den Pfeil wieder mit, der hier drin steckt. Ja. Böse Wölfe. Böse. Hey, Erz. Schön. Halt, hier, ein Dokument. Nee, eine Karte. Ah. Neue Dokument und Wandgemäldeposition enthüllt.
Haben wir vielleicht hier in der Höhle was? Nö. Eigentlich nicht. Die Höhle ist, denke ich mal, nicht so. Hier ist ein Relikt, da ist ein Relikt und... Oh. Ah. Die Tür... Ah. Die Türen, die sind ein bisschen versteckt. Quatsch. Nein, das meinte ich nicht. Ich meine, natürlich verschlossen. Ich glaube, die war verschlossen. Wenn wir hier fertig sind, kriegen wir es hoffentlich hin. Oh, ein Wolf. Großer. Habe ich zumindest gehört. Pilze sind voll. Ich habe gedacht, der steht. Größer ist die Höhle nicht. Nee, anscheinend nicht. Okay, schön. Deswegen war auch hier der... Okay. Vielleicht sollte ich vorher mal besser drauf achten, wo ich hingehe. Und finden wir jetzt trotzdem noch den Eingang für das Grab. Oder nicht? Hier muss ja irgendwo ein Eingang sein für das Grab. Können wir da drauf? Sieht irgendwie so... Nein. Ich möchte das Grab finden. Tut mir leid. Oh! Das hat er natürlich nicht mitgekriegt. Nein. Hm. Da ist noch eine Höhle. Oder? Nee. Okay, dann nicht. Ich hab gedacht, das hier ist eine Höhle. Irgendwie... finde ich das Grab nicht. Noch nicht. Bald. Da ist noch eine Fahne. Wo können wir hin? Darüber? Noch irgendwo? Nein. Dreh dich mal andersrum. Wir springen da jetzt rüber. Das werden wir wahrscheinlich nachher wegziehen. Da geht's auch hoch. Ist da oben vielleicht das Grab? Ach nein. Alter, stopp. Geradeaus ist das Grab. Hä? Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Hm. Da muss ja gleich neben der Wolfshöhle vorne sein. So. Schön fürs Feuer. Der muss ja hier irgendwie sein. Wird mir ja sofort angezeigt. Hä? Da war ein Wolf. Da war noch ein Wolf. Den hole ich mir. Oh Gott, ich habe mich gerade richtig erschrocken vor meinem eigenen Atem. War hier nicht ein Wolf? Habe ich mich verguckt? Oh, größer war die Höhle jetzt wirklich nicht, oder? Nein. Ich höre... Ich höre vielleicht noch. Finde ich Konstantins Gefangenen. Er muss etwas vielleicht. Wissen.
Ich möchte aber eigentlich erstmal das Grab finden. Das würde mich sehr interessieren. Diese Zeichen. Sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Was? Das hier? Schießen wir auf strukturelle Schwachpunkte, um Pfeilen und Seilverbindungen zu zerstören. Ach so. Hier vielleicht. Oh nein. Mensch! Diese Kamera. Ist hier vielleicht der Eingang? Das ist eine Höhle. Wow. Ich hoffe, keine Wölfe. Au! Oh. Es scheint mir irgendwie so, als ob in der Höhle wirklich das Grab drin ist. Das würde mir sehr gefallen. Ja, lass los. Okay. Da ist noch Erz, da ist noch Wandgemälde. Okay. Wir gucken uns das erstmal an. Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Tja, das wussten wir jetzt schon vorher. Eigentlich. Noch mehr Erz. Es wird alles mitgenommen. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass alles mitgenommen wird? Ich glaube nicht, oder? Die haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Ich hoffe, das ist der Eingang. Das wäre echt cool. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Ist klar. Ich denke mal, die Zeichen hier stehen einfach dafür, wo es lang geht. Oh, eine Reliquie. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Schön. Und da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Und wir finden sie natürlich. Wurde vorher noch nicht gefunden. Naja. Okay. Wollen wir da runterspringen? Irgendwie ist mir das ein bisschen nicht geheuer. Ich gehe mal wieder hoch. Moment. Eine Käsewand. Wir sollten da nicht runterspringen. Die kenne ich irgendwie noch aus Tomb Raider. Im ersten Teil. Da gab es sie auch. Halt. Nee, okay. Ich wollte erst runterspringen. Aber egal. Nein! Was tust du? Noch eine Reliquie. Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Oh, wie schön. Und ich glaube auch sehr aufwendig. Aber gefällt mir. Na komm, hier ist deswegen... Au, meine Ohren. Hier ist wenigstens wärmer als draußen. Brauchst jetzt nicht frieren. Da lang oder gehe ich erst hier hinter? Ja, ich
sehe natürlich nichts. Das ist das Problem. Aber, so wie es aussieht, geht's ja auch weiter. Und wir finden noch eine Wand. Ja, nu, hör ihn nicht rum. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, ich gehe erstmal dort hoch. Denke ich mir mal.